Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Ganz kurz vorab, Gewinnspiel, wir hatten ein Gewinnspiel gemacht, das ist riesig angenommen worden. Ich glaube, wir haben die meisten Kommentare jemals auf ein Video erhalten. Dieses Gewinnspiel, die Gewinner dieses Gewinnspiels, da haben wir einmal auf Instagram, wenn Sie da noch mitmachen möchten, dann können Sie da immer noch mitmachen, oder auf YouTube jeweils 10 Abonnements für 2 Monatsabos verlost. Die Gewinner dieses Gewinnspiels werden morgen im Cannabis-Video, da kommt Cannabis in Verbindung mit der Auflösung des Gewinnspiels, benannt und dann kontaktiert. Nur das zur Info. Kommen wir zum Hauptthema heute. Hauptthema ist der DAX. DAX ist super spannend, aber nicht nur der DAX ist super spannend, der Dow Jones, der S&P 500 und der Nasdaq. Aber jetzt möchte ich mal beim DAX heute bleiben, denn die bauen alle sehr präzise, wie wir das in den Wellenberechnungen vorausberechnet haben, ihre Gegenbewegungen auf, die Gegenbewegungen im Aufwärtstrend, befinden sich also gerade in einer Korrektur. Am Ende dieser Korrektur werden wir oder planen wir, weitere Positionen im Markt aufzustocken. Für Leute, die noch gar nicht im Markt drin sind, die können das nutzen, um eine Initialposition im Markt zu hinterlegen. Auch da, wenn Sie sich anschauen wollen, was hat der Herr Hopf wieder für Sachen gequatscht im DAX, stimmt das auch alles, was der hier sagt? Ja, bitte schauen Sie sich das alte Video von mir an, gehen Sie im Verlauf auf unserem YouTube-Kanal runter, da werden Sie ein altes Video sehen, da steht DAX drauf. Und dann schauen Sie sich einfach an, was ich da erzählt habe, wie weit der Chart gewesen ist. Wir werden auch hier jetzt in eine kurze Historie gehen. Ich gucke mir das Ganze an, ich erkläre Ihnen das Ganze, wo wir es hingehen sehen, was wir machen werden. Und dann sollten wir in unter 10 Minuten durch sein. Ich habe noch 8 Minuten. Also, wir starten durch. Geben Sie mir übrigens ein Like, wenn Sie dieses Video gut finden. Und geben Sie mir einen Kommentar. Ich freue mich darüber. Gehen wir los. 25.03. 25.03. ist der Chart, den Sie jetzt hier sehen. Können Sie selber nachprüfen. Oben sehen Sie das Datum 25th of March 2021. Das war der Tag, an dem wir die letzte Kurznachricht verschickt haben. Eine Kurznachricht an unseren Verteiler und Abonnenten. Wenn wir irgendwo planen reinzugehen, kriegen Sie ein paar Tage davor genaue Daten zum Einstieg verschickt. Das geht dann an unseren Verteiler raus. Da haben wir das hier verschickt, diesen aktuellen gelben Zielbereich. Wir haben also, Sie sehen zwei Zielbereiche, den ersten, der breite, den haben wir im Februar genutzt, um eine Position, Long-Position zu hinterlegen, aufzubauen. Dann hatten wir, wie ich schon sagte, Ende März, 25. einen weiteren Zielbereich hinterlegt. Wir haben also gesagt, Gegenbewegung nach der 3 Aufwärtsbewegung runter in die gelbe Box rein. Diese gelbe Box hat die Zielkoordinaten, das steht auch drauf, Boxkoordinaten 14.444 auf der Oberkante und 14.195 auf der Unterkante. Dort kann man eine Position hinterlegen. Ich mache das immer ganz oben in einer gelben Box. Warum? Ich will dabei sein. Ich will nicht die Chance haben, dass das Ding nur reintippt und dann durchstartet. Dann gehen wir im nächsten Chart 6 Tage voraus. Das ist der 31. März. Wir schauen uns den Chart hier an. Was ist passiert? Wir sind reingekommen. Das Tief der Gegenbewegung wurde ausgebaut bei 14.430. Es ist somit 14 Punkte in unseren Zielbereich reingegangen, hat dann die Trendwende ausgebaut. Trendwende runter, Trend nach oben, die bullische Bewegung, und ist hier absolut impulsiv rausgestartet, was mir auch wieder zeigt, dass wir uns hier nicht kurz vor dem Untergang befinden, vor dem Zusammenbrechen der Märkte. Nein, es sind super bullische Bilder und es aktuell noch über die Indizes hinweg, schauen wir uns den Dow an oder den S&P 500 als auch den Nasdaq, zeigen die gesunde Zwischenkorrekturen, die wir jetzt aufbauen, und wir gehen davon aus, dass danach der Markt weiter anzieht. Aber kommen wir zurück zum DAX. Was ist hier passiert? Wir sind eingestiegen an der Oberkante des Zielbereichs und sind mit der zweiten Position im Markt gewesen. Jetzt schauen wir uns das aktuelle Bild an. Dazu zwei Charts. Das ist einmal der 4-Stunden-Chart. Nein, Entschuldigung, der 1-Stunden-Chart im DAX. Ja, als erstes diesen. Sie sehen, die Bewegung ist hier vorangeschritten. 1-Stunden-Chart. Wir haben damals gesagt, wir erwarten eine Korrektur. Jetzt gehe ich nochmal zurück. Jetzt merke ich nämlich hier, der alte Legastheniker Philipp Hopf hat hier mal wieder viel zu schnell vorgegriffen. Wir gehen zurück. Ein Chart nochmal auf den 31.03. Das wollte ich nämlich eigentlich zeigen hier. Ja.
Wir haben damals gesagt, ganz oben Welle 3 in 5, das Ende des grünen Pfeiles endet bei im Bereich von circa Bereich von 15.400, 15.300, 15.400. Das war unsere damalige Prognose, rein auf Basis der technischen Analyse. Ich möchte hier nur mal einen Punkt machen, weil Leute sagen, es ist unmöglich, sowas zu wissen. Niemand weiß, wo die Kurse hinlaufen. Das ist abhängig von irgendwelchen Nachrichten, papperlapapp. Ja? Das ist unser Ziel gewesen. Und jetzt bitte nochmal gehen wir zurück, schauen uns das Ganze an. Was ist passiert? Wo ist der Markt hingelaufen? Wir sind hier genau getoppt bei 15.491 Punkten, haben dort, was für ein Zufall, die Trendwende vollzogen und laufen jetzt gerade, wie das prognostiziert ist, in die Abwärtsbewegung rein. Wir erhalten jetzt die Gegenbewegung, die Korrektur in der übergeordneten Aufwärtsbewegung. Eine völlig normale Sache. Wenn jetzt gerade die Leute wieder denken, oh, hier, da kommen die Kurse wieder zurück. Das ist so natürlich, wie das ein zum Ausatmen gehört. Das ist eine völlig normale Sache. Wir gehen davon aus, in der Welle 4 runter, dass wir hier Korrektur ausbauen. Da werden wir, ich weiß, dass sie jetzt vorher noch nicht verschickt wird, aber es kann sein, morgen oder übermorgen eine weitere Kurznachricht mit genauen Koordinaten zum Einstieg verschicken an unseren Verteiler, den man dann nutzen kann, um eine weitere Long-Position im Markt zu hinterlegen. Dann erwarten wir nach Abschluss dieser Bewegung eine weitere Aufwärtsbewegung und das zeige ich Ihnen jetzt am 4-Stunden-Chart, DAX 4-Hour. Das ist weiter gefasst, deswegen sehen Sie hier eine Historie weiter zurück. Sie sehen, wann wir hier initial eigentlich eingestiegen sind, um das nochmal kurz zu erklären. Im November eine blaue Box. Was bedeutet eine blaue Box? Blaue Boxen sind langfristige Einstiegsbereiche und gelbe Boxen sind kurz- oder mittelfristigere. Sie sehen ja quasi, die Reihenfolge der gelben ist im Februar, dann im März und jetzt werden wir die nächste. Nach Beendigung der Welle 4 werden wir die nächste Box hinterlegen und der blaue ist eben wirklich für einen, wo wir damals gesagt haben, das ist der langfristige Einstieg, den Sie nutzen müssen. Sie sehen ja auch, den konnten wir recht gut, da ist das Tief bei 11.313 Punkten abgearbeitet worden, konnten wir den gut abfangen und danach ist dieses Ding einfach nur wie eine Rakete in den Himmel geschossen. Was ich Ihnen hier markiert habe, ist das Ende der Welle 5 in 3 ist eine Wellenzählung, müssen Sie nicht verstehen, bedeutet einfach nur, nachdem wir die Korrektur-Gegenbewegung jetzt abgearbeitet haben, gehen wir weiter hoch und dieses Ziel, das wir dann sehen, übergeordnet, ist im Bereich, ja, kann man sagen, Pi mal Daumen, zwischen 15.800 und 16.200 Punkten. Auch da, wenn es nicht sein muss, greife ich ungern einfach voraus und nenne schon quasi Preise auf Monate im Voraus. Nein, ich gehe davon, wir werden das hier noch genau, wir werden das noch genau präzisieren, was unser Ziel dann ist. Das kann natürlich theoretisch auch auf die 16.500 oder sogar auf die 16.800 laufen. Wichtiger ist jetzt, dass wir imminent demnächst in den nächsten Handelstagen die Kurznachrichten verschicken, eine weitere Position als Limit Order im Markt hinterlegen werden, um Long Positionen im DAX zu hinterlegen, um dann die nächste Aufwärtsbewegung mitzunehmen. Ich denke, das ist die sinnvollste und wichtigste Information für Sie. Das Gleiche, weiß ich, ging sogar heute schon im Dow Jones raus, also die Mitteilung, wo genau die Boxkoordinaten, wo wir im Dow Jones, dem US-Index, die Gegenbewegung sehen, um dort einzusteigen. Und ich meine, im Nasdaq ist auch eine Kurznachricht verschickt worden. Das heißt, wir bereiten uns jetzt darauf vor, in insgesamt 4 Märkten weitere Positionen zu hinterlegen oder die erste Position für Neueinsteiger zu hinterlegen. Und das ist der DAX, das ist der Dow Jones, das ist der S&P 500 und das ist der US-Technologie. Index Nasdaq. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen damit weiterhelfen. Morgen dann die Auflösung unseres Gewinnspiels im Cannabis-Video. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, lassen Sie mir bitte ein Like da. Ich freue mich über jedes Kommentar und wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Danke.